Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht auf euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich saß heute um 15 Uhr da und wollte Euro gucken, die Europameisterschaft, und habe mich erstmal gewundert, wo kann ich denn die überhaupt gucken? Wieso ist denn nicht jedes Spiel? Ich habe gedacht, wirklich, ich habe gedacht, jedes Spiel läuft auf ARD oder ZDF. Und dann habe ich erstmal realisiert, es ist gar nicht wahr. Ich frage mich, ja, keine Ahnung. Ich habe mich heute echt gewundert. Und ich saß da und dachte, ey, wer will mich hier jetzt verarschen? Ja, am Ende des Tages habe ich dann gar nicht geguckt. Und ich werde um 21 Uhr, sind die Spiele um 21 Uhr immer bei ZDF und ARD? Ich habe keine Ahnung, ich blicke da auch gar nicht mehr durch. Telekom, Magenta, hole ich mir nicht extra. Reicht schon, wenn ich Sky und DAZN habe, und mit Sky und DAZN kann ich da halt nicht gucken. Dann gucke ich halt nur die Spiele, die halt auch im Free TV laufen auf ARD und ZDF. Nur mal das dazu. Wir öffnen heute natürlich ein Ronaldo-Pack. Ich hatte überlegt, ja, gestern Ronaldo Packs, also heute noch Packs zu öffnen, also Pack Nummer 4, 5 und 6 hatte ich gedacht, oder hatte ich überlegt, aber dann bin ich zum Entschluss gekommen, ey, 5000 FIFA Points, 12.500 Gems, möchte ich EA jetzt, das kommt aus meinem Mundwerk, ja, möchte ich EA nicht nochmal hinterher schieben, so, deswegen, ich habe es euch versprochen, dass wir Packs öffnen, deswegen mache ich auch das vierte Pack hier mit den 1000 Skillboost-Karten, weil Skillboost-Karten und Donuts sind eh beste Freunde. Das machen wir, und ich denke mal, morgen gibt es ein Team-Upgrade, weil wenn ich mir jetzt hier mal einen Lewandowski anschaue, ne, guckt euch mal an hier den Lewandowski, der kostet Costa Quanta 176 Millionen. Und diese Lewandowski-Karte, ne, da sehe ich mich. Da sehe ich mich absolut. 106er Lewandowski. Das heißt, es wäre ein kurzes, knackiges Team-Upgrade-Video. Muss ich mir aber noch bis morgen überlegen. Eventuell hole ich mir auch lieber einen Oblak hinten ins Türchen. In den Kasten. Mann, ich will die ganze Zeit in den Kasten sagen. Was habe ich hier, Mann? Der kostet 97 Millionen. Der kostet 97 Millionen, ja. Dann hätte ich immer noch über 100 Millionen und könnte mir dann auch noch einen Innenverteidiger namens Ruben Dias holen beispielsweise. Ne? Könnte man machen. Könnte man aber auch nicht machen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne mal rein in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich werde mich dann wahrscheinlich morgen dazu entscheiden, eine Sache zu machen. Apropos, heute Challenge in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich jetzt relativ spät gesagt. Heute Challenge in die Kommentare schreiben mit, ja, mit einer kreativen Idee, die wir dann am Montag in der 20 Uhr Folge umsetzen können. Also Montag 20 Uhr ist ja, Montag ist ja meistens der Challenge Montag, außer letzte Woche, da, ja, war ich nicht in der Lage, da was Gescheites, sage ich mal, aufzunehmen. Sagen wir es einfach mal so. Wir gehen rein in das Ronaldo-Pack. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schnökern wir rein in diesen Versus-Angriff-Modus, den ich bis jetzt auch noch nicht gespielt habe. Aber kurz und schmerzlos. Jeder 20. FIFA Mobile-Spieler, der dieses Pack öffnet, bekommt Ronaldo. Bin ich einer der 20? Das ist die Frage aller Fragen. Ich klicke rauf. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht? Oh Leute, mein Puls war echt auf 480, ne, gefühlt. Junge. Holy shit, Mann. Aber ich kann es bei Skillboost-Karten verbessern. Und mein Puls ist nicht seit 5 Minuten auf 180, sondern mein Puls ist gefühlt die letzten 2 Wochen auf, schlägt ein bisschen höher. Wenn man das mal so sagen kann. Ich kann Skillboost-Karten verbessern. Die mache ich aber auch morgen im Team-Upgrade-Video, weil ich gehe jetzt einfach rein. Ich gehe lockerflockig rein. Hier in diesen ultimativen Modus. Ja, Mbappé kommt wieder. Er erklärt mir. Ach, der, hör doch auf zu labern, Mann. Ich habe 4 Packs, die ich öffnen kann. Mashallah. Okay, dann mache ich die Packs jetzt hier noch. Und dann gehen wir mal da rein in den ultimativen Modus. Ich habe mir ja sowieso schon Bruno Fernandes da geholt. Nochmal Todd Spezialbonus. Da habe ich auch so viele rumliegen. Ja, aber mal gucken, was ich bekomme. In diesem Login-Bonus hatte ich bis jetzt nur Kacke. Jetzt kriege ich einen Davis in Form. Ist jetzt auch nicht so. Geil, aber immerhin ein Spieler. Und einen geschenkten Gaul guckt man bekanntlich nicht ins Maul.
Und das sind 25.000 Erfahrungspunkte nochmal und das letzte Pack, das letzte Login-Pack. Und dann muss ich mal gucken, wie das überhaupt da ist mit diesem... Und nix da hier. Victor Osimhen. Okay, nee, wo mache ich denn das jetzt hier? Ultimativ, da bin ich auch falsch, ne? Leute, ich bin absolut noch lost. Es tut mir leid. Doodle-daddle-deedle-daddle-deedle. Hier, 10 Punkte bei Sieg. Ich habe noch kein Spiel gemacht, kann ich euch ganz ehrlich sagen. 47.000 Punkte? Was? Wie viele Punkte? Hä? Ich spiele einfach mal ein Spiel und gucke, was dann passiert. Ich denke mal, das ist am einfachsten. Learning by doing. Mein WhatsApp-Status seit Ewigkeiten. 156er Team, was sind denn das für Gegner hier, die man bekommt? Ist das immer so? Spiele ich jetzt gegen jeden Gegner irgendwie Duell auf Augenhöhe? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich habe mich so gefreut auf 110er Gegner, die ich easy peasy wegziehen werde, wo wir dann wieder versuchen können, 15 Tore zu machen. Aber nee, ich krieg so einen Gegner hier als erstes oder was? Mamma mia, Lewandowski macht ihn nicht, Kasper Schmeichel da hinten, der Sohn, sage ich schon hier, Mann, dieser, wie heißt der Vater? Kasper Schmeichel ist doch der Sohn, oder wen hat er da, welchen Schmeichel, ist das überhaupt Schmeichel? Jetzt bin ich ganz durcheinander, Eto, mach ihn einfach, dankeschön, 4-2, das sieht erstmal gut aus. Aber gerade gegen so einen Gegner, der halt genau die gleichen Chancen bekommt wie ich, da kann man halt nicht sagen, es ist einfach, es ist so, wir haben gewonnen und bla bla bla. Da kann alles ganz, ganz schnell gehen und zack, Leute, ich hab's euch gesagt, es kann alles ganz, ganz schnell gehen und bam, steht's 5-5. Und wahrscheinlich führt der Gegner gleich, weil ich die Ecke nicht reinmache. Ich mach die Ecke rein, der Gegner führt nicht, ich führe. Und schwupps, ich wollte gerade sagen, führe ich mit 2 Toren, aber 7-6 steht's jetzt. 7-6, Lewandowski, wichtig und richtig, 8-6 und jetzt da oben Ronaldinho, auch wichtig, 9-6, Jawolski, das ist gut, 9-6, komm, Flanke auf Eto'o, aber ich gewinne trotzdem das erste Spiel, das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Und somit haben wir jetzt 10 ultimative Punkte. Und wenn ich... Ich verstehe es hier noch nicht ganz. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Tage mehr zocken. Also ich muss auch privat ein bisschen zocken. Ja. Verstehe ich. Wenn ihr jetzt sagt, du hast in den letzten Tagen sowieso nicht gespielt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Motivation derzeit zum Tots ein bisschen zu spielen, ist nicht gerade so hoch. Auch weil halt noch die Dinge geschehen sind, die in meinem Leben geschehen sind. Das ist nicht förderlich für die Motivation. Sagen wir es einfach mal so. Das ist definitiv nicht förderlich. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise morgen Abend wieder in der 20 Uhr Folge, weil das war's für die heutige Folge. Ich freue mich nachher auf Belgien gegen Russland, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ansonsten bin ich jetzt raus und dann sehen wir uns morgen wieder. Vormittag gab es schon eine neue Folge von Ich bin weit eure Teams. Habe ich geschafft aufzunehmen. War eine geile Folge, waren wieder ultra kranke Teams mit bei. Checkt's gerne aus und ich bin jetzt raus. Das hat sich gereimt und tschüss.